Ja, Hallöchen. Hier vor mir eines der gigantischsten, schönsten 5-Sterne-Hotels Südtirols im Passaiatal, das Hotel Andreas Resort Hotel. Alles Suiten, alles Südseite. Ja, der Bauer dieses Hotels ist Familie Fink. Richard Fink steht neben mir. Ja, Richard, was hat dich dazu bewogen, so was Fantastisches da hinzustellen? Ja, das ist natürlich ein Traum eines jeden Gastronomes, wenn man sagen kann, okay, ich nehme es in Angriff. Es gibt viele schlaflose Nächte während des Baus. Die Finanzierung steht. Das war Gott sei Dank so, weil wir die Finanzierung schon 2007 gemacht haben. Heutzutage wäre sowas von einer, ich sage mal, von uns sowieso nicht mehr zu realisieren, denn so viel Geld würde heute keine Bank mehr in die Hand nehmen, um ein solches Projekt überhaupt realisieren zu können. Ja. Mhm. Also man würde heute keine Bank mehr finden. Also das Andreas in der Form, ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand gibt, der das noch schaffen würde, das Geld zu kriegen, um sowas zu bauen. Ja. Es würde schwierig sein, wahrscheinlich müsste es eine ganze zusammen, eine Interessensgesellschaft sein oder sowas, aber eine ganz normale Familie wie wir würden diese Finanzierung nie mehr kriegen und das Hotel Andreas in der Form könnte nie mehr aufgebaut werden. Also insofern haben wir viel Glück gehabt, wir haben die letzten, wir sind zwar mitten in die Krise geschlittert, aber das hat nicht geschadet, das hat eher noch genutzt und es ist jetzt da und es funktioniert und aber ein zweites Mal, glaube ich, wäre so etwas zu realisieren undenkbar. Tja, wie heißt das schön? Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Ideen, oder? Und viel Glück, ja. Ja gut, aber du bist natürlich auch ein Visionär, du bist natürlich ein absoluter Macher. Deine Frau ist ja auch in einem Hotel aufgewachsen. Also ihr seid da schon die Top-Macher. Und das, was ihr hier hingestellt habt an Qualität, also ich komme ja sehr, sehr, sehr viel rum als Hotelberater in der ganzen Welt und kann nur sagen, einmalige Qualität, fantastisch, super tolles Team, ja. Alles Leute aus dem Tal mit dieser natürlichen Herzlichkeit. Man wird per Handschlag, per Name begrüßt. Man fühlt sich sofort wie zu Hause. Und das zeichnet natürlich auch aus, dass ihr über 80% Repeater habt, also Menschen, die immer wieder kommen, ja. Kleines Beispiel, ich habe heute Morgen zwei Schweizerinnen interviewt, die hier auch zum Reiten sind und ich habe sie gefragt, wann sie wieder kommen und da sagt die eine, ja, am Pfingsten bin ich schon wieder da. Das ist natürlich cool, kommt da gleich mit ein paar Freunden wieder, ja. Also 3 Wochen später ist man schon wieder hier und so habe ich natürlich jetzt viele Gäste kennenlernen dürfen, die einfach dieses Ambiente hier lieben. Alleine, wenn wir hier runterschauen, die wunderschöne Terrasse direkt von der Bar aus, unten dann der tolle Pool, dann die Schönheitsfarm, die wirklich ganz toll ist und jetzt auch diese Eventsauna unten, ganz unten, was man sieht, der Naturbadeteich, dann dort, wo die Schirme sind, so diese kleinen Kuschelnester und alles natürlich Suiten, richtig? Jedes einzelne Zimmer Südseite. Suiten und das finde ich natürlich einfach wunderschön. Keine Lordzimmer, keine Schläuche von Zimmer, so kleine, mickrige Einzelzimmer, wo man Angst bekommt, sondern einfach Großzügigkeit und das natürlich auch zu einem sensationellen Preis. Also ich kann es einfach nur jedem empfehlen, wenn ihr Urlaub macht in Südtirol, dann kommt ins Hotel Andreas und ja, lasst euch richtig, richtig gut gehen. Wer einmal hier war, der geht nie mehr woanders hin. Ist doch so, oder? Ich bin deiner Meinung, Ernst. Ja, super. Dankeschön. Ja, gern geschehen. Und also, bucht Hotel Andreas, das ist wirklich meine Meinung. Und ihr bekommt wirklich wesentlich mehr, als was das Ganze kostet. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß, viel Erfolg, alles Liebe. Und ja, man sieht sich im Hotel Andreas im Passaiatal. Bye, bye, tschüss.